Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Hörbude. Wir beginnen die Folge mit einem kleinen Recap, weil ich jetzt echt nicht den Nerv habe, den Scheiß nochmal zu machen. Außerdem traue ich dem Laptop gar nichts mehr zu. Rein theoretisch haben wir nach der letzten Folge noch hier den Wandelwald neu freigeschaltet. Ich habe gerade schon Durchgang gemacht, einige Fotos geschossen und Ruinen gefunden, die eine Lumina-Zone freigelegt haben. Blöd nur, dass mein Laptop anscheinend heute wieder richtig Bock hat und einfach abgeschmiert ist und die ganze Audio der Folge weg war. Die Lumina-Zone habe ich eigentlich auch schon gemacht, war aber noch beim Auswerten, als ich dann das Spiel geclosed habe, weil ich bemerkt habe, dass der Laptop mal wieder affig ist. Und dementsprechend ist die hier noch als nicht gemacht markiert. Level 2 haben wir hier erreicht. Und wie gesagt, ich habe jetzt echt gerade nicht einen Nerv, nochmal den Wandelwald neu zu spielen. Ich zeige euch mal ein paar Fotos, die ich da gemacht habe. Ein paar Pokémon, die man so da finden kann. So. Karte kann man hier einfach aufrufen. So, Wandelwald, Wald. Hier seht ihr, was wir alles gefunden haben. Unter anderem Psiao haben wir sowas fotografiert. 2,85 Punkte. Tromborg haben wir hier 4,3 Punkte. Tengulist haben wir eigentlich hier fotografiert, wenn man es genau nimmt. Fasanoob, das war ein gutes Foto, über 5000 Punkte, war eigentlich recht free. So, hier haben wir Deadfee, das war ranzig. Es war auch ein ganz gutes Bild, aber auch geschenkt. Bisasam hab ich gefeiert. Hier konnten wir nicht wirklich viel rausbekommen. Nochmal Psiao. Eine Kristallblume gab's, zeigt aber das, was ich gespeichert habe, an, nämlich die aus dem Dschungel. Nochmal Fasanoob, Costurso gab's noch. Kecleon und Loturzel. Es war so ungefähr das, was abging. Zenlong gab's hier hinten im Bereich auch noch und alte Ruinen. Genauso wie da hin und wieder ein Pampam rumgerannt ist. Und das war so ungefähr das, was wir da gefunden haben. Wir werden den Wald auf jeden Fall auch nochmal durchgehen, aber Level 1 wird halt nichts mehr. Das ist halt das Tolle am Autosave in den Games inzwischen. Da kann ich nicht einfach irgendwie einen Save wiederladen von vorher. Und jetzt hoffe ich einfach, dass zumindest die Lumina-Zone dieses Mal klappen will. Eigentlich habe ich ganz gute Fotos bekommen letztes Mal. Und weiß jetzt eben auch schon, wie das Viech sich ungefähr verhält. Milotic gibt's hier. So. Solange das Ding unter Wasser ist, kann man es halt nicht. Alter, der erste hat gehittet, ich bin so gut. Kann man es halt nicht einfach mit Lumina-Kugeln bewerfen, weil die prallen an der Wasseroberfläche ab. So, da haben wir schon mal wieder zwei gute Fotos. Und ich sag's, wie es ist, bessere werden wir wahrscheinlich auch nicht bekommen. Es gibt eine Situation, wo das Ding noch was Interessantes macht. Aber die ist schwierig zu erwischen. Habe ich letztes Mal nicht geschafft. So, ich verschmutze mal wieder ein bisschen die Umwelt. Er sagt auch, verschmutze mal die Umwelt, wäre lustig. Ich glaube, das hat er nicht so gesagt, aber scheiß drauf, er meint es auf jeden Fall.
Easy Aimbot. Jetzt ist es da hinten an der Wasseroberfläche. Na super. Ja, das zweite war natürlich ranzig. Da hinten ist eine Kristallblume, die einen Scheißdreck bringt. Ich meine, ich kann ja mal versuchen, ob ich einen krassen Aimbot habe. Wo ist Milotikin? Da sollten wir uns lieber drauf fokussieren. Da ist es. So, wieder gehittet. Na komm, lass dich noch mal hitten. Gleich müsste die... oder? Habe ich es irgendwie geschafft, dass es diesmal gar nicht... Aha. Keine Ahnung, wie ich es letztes Mal gemacht habe. Diesmal hat es die Vorlage gar nicht gegeben, bei der ich letztes Mal verkackt habe. Auch interessant. Ja, auf jeden Fall sind wir fertig. Jui, wir können noch Button spammen. So, das war übrigens die Geräusche meines Smash Bros. Neutral Games, was? Ja, das wird auch keine lange Folge jetzt. Allein schon, weil ich nicht riskieren will, dass der scheiß Laptop schon wieder einfach ausgeht und die Folge im Arsch ist. Also, 2 Sterne habe ich und 1 Stern habe ich. Das Foto war ziemlich gut, würde ich behaupten, das nehme ich. Ohne Motiv habe ich einige, die sind mir aber eher unwichtig. So, komm, gib mir einfach ein paar Punkte dafür. Dein Ernst, keine 4.000, sondern 3.900. Das ist perfekt. So, Level Up bekommen wir trotzdem, wie immer. So. Ja, natürlich hat er jetzt wieder was zu labern deshalb, weil wir einen Lumina-Pokémon gefunden haben. Der gönnt sich anscheinend wieder, der Keck. Also, dann erzähl mal. Eine weitere Insel, ein weiteres Lumina-Pokémon. Ja, genau so wurde es in den Lentil-Chroniken beschrieben. Es scheint tatsächlich auf jeder Insel in Lentil eines zu geben. Wie hat Kapitän Vince das wohl rausgefunden? Digga, der Typ sieht 1:1 aus wie fucking Daruk aus Breath of the Wild. Nur das Adventures. In seinem Buch steht, dass er nur 2 Lumina-Pokémon begegnet ist, oder? Ja, aber trotzdem glaubt er, dass es 4 von ihnen gibt. Es gibt immer noch viel, was wir nicht wissen. Gerade das macht's so spannend. Das ist schön. Hast du nicht gesagt, es gibt Fortschritte in deiner Forschung? Das sind irgendwie keine... Ich meine, was ist denn das für ein Forschungsfortschritt? Wir wissen immer noch vieles nicht.
Hallo? Na, knipst ihr viel schöne Fotos? Ich habe euch doch neulich empfohlen, hier im Basiscamp Fotos zu machen, stimmt's? Ja, war so's. Wie wär's, wenn ihr beim nächsten Mal von einem anderen Punkt aus startet? Da entdeckt ihr bestimmt wieder neue Seiten an den Pokémon. Was meinst du damit? Wie wär's mit dem hier? Keine Ahnung, die Strecke ist anders, je nachdem, ob man hier startet oder vor dem Labor. Okay, probier ich aus. Ah ja, wenn ihr Fotos hier, ne, kennt ihr. Ja, beim Basiscamp haben wir ja schon einiges erwischt. Aber dann machen wir noch eine Runde. Dann würde ich sagen, machen wir heute noch das. Dann war es das tatsächlich auch schon mit der... Hä? Das ist derselbe Startpunkt. Ich glaube, man muss irgendwas tun, um den anderen Startpunkt zu bekommen. Der Typ sagte mir gerade, ich soll einfach das hier auswählen. Und dann von woanders starten. Es ergibt... Hä? Was will der von mir? Ich will doch von einem anderen Punkt aus starten. Aber der lässt mich halt nicht. Ach, jetzt haben wir hier eine andere Sicht. Und wenn ich jetzt einfach mal das probiere, jetzt starte ich von woanders. What the fuck? Ich verstehe das nicht. Hält ein bisschen was ab. Skoppel habe ich noch gar nicht. So, da waren, glaube ich, ein paar gute Fotos. Aber die wichtigste Frage eigentlich, wo ist Evoli? Ah, da ist eine unsichtbare Wand. Ja, sicher, verscheuchen wir das Ding damit nicht. Ich meine, wenn wir einen Vogel einen Apfel an den Kopf werfen, der größer ist als das Vieh selber gefühlt. Habe ich's umgebracht? Hier gibt's zwei Sachen zu scannen. Ja, und das Neo One. Hi. So. Können wir auch wieder ins Labor rein? Ich schlag dir die Fenster ein, du Haufen Scheiße! Ja, können wir. Ich weiß halt auch gar nicht, ob es draußen irgendwie groß was zu singen. Wo ist aber eigentlich Evoli hin? Ich habe das gar nicht gesehen bisher. Das finde ich mies. Ah, da ist es. Ja, Evoli. Evoli, ich will weiter. So, hier drin war Evoli, das heißt, es war auf jeden Fall worth it reinzugehen. Das ist so ungefähr meine Logik bei dem Durchspielen hier.
Wir sind dann auch bald fertig. Da wir diesmal da hinten gestartet haben, ist das auch das Ziel. Wir versuchen nochmal was Besseres bei Ordoch zu bekommen. Stirb. Ey, ich meine natürlich Hallo. Ertränken wir Obst. Ja, war halt von dem Rücken. Arbeite! Ja, super, ich habe 1 im Salto, aber das war jetzt echt nicht krass. So, und damit sind wir fertig. Hui. Werfen wir das Schild ab, easy. Dann, wir haben keinen neuen Pokémon entdeckt, soweit ich das hier weiß, aber... Oder hatten wir Mogelbaum schon? Glaub nicht. Ja, alle nicht toll. Oh, doch haben wir schon 2 Sterne, aber nicht 1, deswegen nehmen wir das. Das ist nur 1 Stern, wirklich. Und das hier hat irgendwie 2. Na super. Ich habe 1 3-Sterne-Ding und ich weiß genau, ja, es ist halt so toll. Aber ich nehm's. So, Staralili. Ja. Hui. Evoli, das Bild ist gut, das mag ich. Ja, das letzte war schon 3 Sterne tatsächlich. 1 Stern haben wir aber auch schon, das gefällt mir einfach besser. Das ist einfach besser. Ah. Das ist mein Lieblings-3-Sterne-Bisbark-Bild, muss ich sagen. Ja, das nehmen wir. Und hä? Hallo, ich hab doch das ausgewählt. So, das will ich auf jeden Fall behalten, das Evoli. Na dann. Mal gucken, ich glaube, viele Bilder sind scheiße in dem Run. Okay, das ist Diamantsterne, das mag der gar nicht. Das ist einfach nur der Arsch von einem fucking Radfratz. Dementsprechend auch die Punktzahl. Hier auch. Das ist auch absoluter Trash, also da würden mich 2000 Punkte schon fast wundern. 2000 sind sogar noch. Dass das 3-4 sind, ist seltsam. Das ist auch nicht gut. Das ist aber godlike. Und hat die 4 Sterne. Platin, Diamant, was auch immer, Sterne 3 sind es aber. So, Wommel haben wir jetzt noch, 3-6, zum ersten Mal 1 Stern. Und das sind auch noch 3-8, weil Evoli mit drauf ist, versteht sich. Und ja, haben wir nochmal ein paar Punkte gesammelt. So, 30.000 Punkte. Ich will schon tatsächlich Level 2 mal erreichen und eine Runde spielen hier im Basiscamp, muss ich sagen. Werde ich auf jeden Fall spätestens am Ende vom Let's Play machen. Ewig wird's auch nicht mehr gehen, das Let's Play. Also ich habe nicht vor, nach Storyende noch groß weiter zu spielen. Also an dieser Stelle endet dann aber auch diese Folge von New Pokémon Snap. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und oder Abo da, auch wenn ich euch einen Wandelwald jetzt heute nicht so zeigen konnte, wie ich's gern gehabt hätte. Aber ja. Vielleicht sehen wir ihn dann ja beim nächsten Mal, sehr wahrscheinlich. Bis dann und tschö.